Moin Leute von heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den neuen Battle Pass vor und ja, wir fangen erstmal an mit einem geilen Skin von Stitch, danach einen richtig heftigen Skin auch von Adler, also ich feiere ihn eigentlich nicht in der Story, ihr müsst ihn selber spielen und dann wisst ihr vielleicht auch warum. Dann haben wir ein geiles Black Ops 1 Mixtape mit dem geilsten Song der Welt. Ja, soweit bin ich schon im Battle Pass gekommen, also habe ich mir schon angeschaut, sagen wir es so. Das ab jetzt, alles ist blind, CD-Punkte geil, für Black Ops ein geiles Boot, fühle ich irgendwie sogar. Ey, irgendwie sieht es richtig heftig aus. Ja, ist okay. Dann kommt die MAC-10, die erste Waffe, darauf freue ich mich richtig, die werde ich auf jeden Fall reunen, weil das sieht aus wie so eine Scorpion Evo oder so, wir werden es ja sehen. Ein geiler Takedown. Heftig. Ups. Und auf jeden Fall geht es dann weiter halt mit wieder einem Waffenskin oder auch ein Skin für Garcia. Waffenskin. Eine geile Tarnung für den Kampfhelikopter. Die Großer, die zweite Waffe, feiere ich auch absolut, absolut geil. Ich liebe sie. Was haben wir denn noch? Oh, wieder eine neue Uhr. Ja, wieder nichts, dann wieder für Black Ops und Cold War. Bruh. Ja, da kommt ein 80s Hip-Hop. Nee. Strick. Geil, wirklich einfach nur geil. CD-Punkte in, ja, guter Skin. Waffenskin. Wieder ein geiler Skin, also den fand ich sogar richtig. Ja, ist eine ganz gute Visitenkarte und auch wieder eine geile Tarnung. Zwar spiele ich diese LMG nicht, aber ja, dann ein Woodskin, den ich auch ganz geil finde. Diese Mission kennen wir doch alle. Dann, oh nein. Geil. Zu geil, wirklich zu geil. 80s Rock. Und ja, okay, wieder ein paar Skins, finde ich jetzt. Das ist auch geil. Richtig geil. Finde ich die Waffe. Da war ich auch noch was. Von der FFR finde ich auch noch mega heftig. Ja, ich glaube XM4, wenn ich jetzt nicht absolut lost bin. Dann Adler-Skin, den ich sogar, naja, ganz, ja, doch ganz gut finde. Okay, wir wollen Rick Roll. Den. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht alles zeigen. Ich hoffe, ich bekomme auch keinen Copyright Strike. Deswegen. Und dann noch die geilsten Sachen am Ende. Also wirklich, dieser Skin sieht absolut krank aus. Und dann dieser Operator Skin. Geil, einfach nur zu geil. Ja, das ist wirklich so geil. Aber das ist ganz geil. Ja, heftiger Battle Pass. Ab ins Gameplay. Es sieht so OG aus, es sieht so OG aus. Geil, es sieht so wirklich so wie in Black Ops 2 aus. Ich liebe mein Leben, ich liebe mein Leben. Wirklich, ne? Fickt euch alle. Oh Mann! Ja, die Rüstung! What the fuck? Ich muss gleich den Modus meiner Playstation umstellen, Digga. Und hier sind wir wieder. Das Witzige ist, Alter, wirklich for real. Ich weiß nicht, wo das liegt, aber bei mir hängt die ganze Zeit. Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Leistungsmodus angestellt. Und ich glaube, es wird halt trotzdem nichts anderes jetzt sein, also. Mann! Das ist der coolste Ort der Welt. Ich bin richtig verliebt in diesen Ort gerade. Cool. Okay. Juhu. Wichser, Alter.
ich bin heute bestimmt Bastard. Und der holt mich weg! And I got diamonds on me. Ice. Bitch, what you think about that? Get the fuck out of my face. I keep the racks in my safe. I get the bands on the regular. Trying to compete, better pick up your pace. Hey, I got your bitch in my place. Yeah, she be feeding me grapes. You know that Billy the Goat got your auntie and grandma both giving me face. Hey, never ever wife no hoe. You can never get this gold. Hit her from the back like, whoa, yeah, I made a couple racks and my neck is all froze. Leveled up, leveled up, leveled up. Das kann nicht sein. Kann dir das jetzt nicht in anderen Modus sein, dann wäre jetzt ein Nuke locker drin. Scheiße, aber hier ist plötzlich noch mein höchstes Frühstück. Es hat geleckt.